Ach, es ist wahrscheinlich schon 18, 19, 20 Uhr oder so, wenn ihr das Video seht, aber trotzdem noch einmal schönen guten Morgen. Na, wie geht's euch, ihr Pappnasen? Tatsächlich musste ich gestern so 10 Videos oder so runternehmen, weil die alle mit Copyright voll waren. Und da dachte ich mir doch, wäre doch ultra beschissen, wenn die jetzt alle weg wären und ich die nicht noch einmal zusammencutten könnte für ein Best-of. Deswegen gibt's heute nochmal ein kleines Best-of von den Videos, die leider irgendwo da draußen im schwarzen Loch von YouTube gelandet sind. Und an alle Leute, die trotzdem nochmal schauen, gönnt euch und viel Spaß mit dem Video. Ich küsse doch euer Herz. By the way, morgen neues Video, versprochen. Hey ho, na was läuft? Mein Name ist Bennard und herzlich willkommen zu einem neuen köstlichen Video. Köstlicher Kill, lecker Schmecker. Ich hoffe, ihr hattet bis jetzt einen guten Tag. Falls nicht, keine Sorge, ihr seid nicht alleine. Der Bre hier musste auch leiden. Der Arme wollte doch nur flexen mit seinen Skills. Und dann... Auch krass, wie die Platte genau in zwei Hälften geteilt wurde in der Mitte. Aber eins muss man ihm lassen. Er hat den Punkt geholt. Der Gegner hat es nicht geschafft, den Ball wieder zurückzuschlagen. GG's. Sagt mal, es kann auch kein Tag vergehen, in dem ich meine Instagram-DMs öffne und nicht irgendetwas Gestörtes dort passiert. Yo, wäre nice, wenn du es in dein Video bringen könntest. Okay, dann zeig mal her, was du so zu bieten hast. Yay. Bro, what the f***? Wieso soll das in mein Video? Wer kommt überhaupt auf so eine abgefuckte Idee? Was habe ich mir hier gerade angeschaut? Lass mal lieber ganz schnell das Thema wechseln, bitte. Oh, hey, hier haben wir jemand, der sich gerade einen gesunden, leckeren Shake machen will. Sieht schon mal gut aus von den Zutaten. Der Gesichtsausdruck sagt schon alles. Oh Mann, der Arme wollte doch nur seinen abendlichen Shake trinken. Das tut mir wirklich leid. Mein Herz schmerzt beim Anschauen. Der hat sich safe so drauf gefreut. In so einem Moment würde ich wirklich mal mein Leben hinterfragen, weil sowas ist safe Karma, was auf dich zurückkam. Irgendwann davor hast du eine schlechte Tat begangen und bekommst jetzt die Strafe. Was machen die denn da? Ich glaube, ich habe die Bremer Stadtmusikanten gefunden. Oder so wie das aussieht, die Neuköllner Stadtmusikanten. Die sind nicht zu sechs im Mercedes, die sind zu viert auf dem Roller. Die Jungs sind aber wirklich am Rasieren. Das ist ein 500 IQ-Move. Genau das macht man, um günstig mit den Homies von A nach B zu kommen. Smart, ich sag euch ehrlich. Naja, das ist so lange smart, bis so ein 1 cm kleiner Kieselstein unter die Räder kommt. Danach gibt es 20 Arm- und Beinbrüche. Biggest Race of 2023. Okay, also das größte Rennen in diesem Jahr. Wen sehen wir denn hier an der Startlinie? Irgendeinen dicken Mann und ein zweijähriger Junge, der vor 4 Tagen erst laufen gelernt hat. Das ganze Dorf ist im Hintergrund am Ausrasten. Nie im Leben, nein. Niemals hat der kleine Junge wirklich gewonnen. Wie kann das passieren? Das frage ich mich wirklich. Bro, das ist echt peinlich. Wie kann der denn so reinkacken? Junge, das ist ein zweijähriges Kind. Das kann doch nicht sein, dass man langsamer ist als der. Und an alle meine Zuschauer, die so hier aussehen, keine Sorge, es ist noch nicht zu spät für euch. Geht verdammt nochmal zum Sport, ernährt euch gesund und nehmt euer Leben mal richtig in die Hand. Weil wenn ihr so ausseht, das Leben wird nur halb so viel Spaß machen, vertraut mir. Mein Bruder will in der 4. Klasse schon Gangster-Rapper werden. Hahaha, Digga. Mein Bruder will in der 4. Klasse schon Gangster-Rapper werden. Haha, Digga. Es ist Olaf der Gangster, ich schnüffel das Crack. Wow, 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 du bist in der 4. Klasse und die erste Line, die du bringst, ist, dass du das Crack schnüffelst. Komm schon, Mann, komm schon. Wir wissen beide, dass das nicht echt ist. Also, ich hoff's mal. Schlag
eine Oma und nehm ihr Cash. Ich hol Body an der Tanke, Red Bull und E. Was für Body an der Tanke? Das Einzige, was du dir an der Tanke holen kannst, ist eine Cola und ein Überraschungsei. Mitten im Sommer, Nase voller Schnee. Kopf ist die Kahn, gib mir die AK. Yeah. Alle auf deinen Arsch, rauch ein bisschen Gras. Sitz in meinem Lambo und zieh an meiner E. Ah. Alle wollen mich schnappen, doch ich lasse mich nicht sehen. Ja gut, alles klar. Du sitzt im Lambo und puffst am Gras. Ja, super. Alles klar. Gut, safe, Mann. Der Text war zwar 100% Cap und nichts war echt, aber der Track war jetzt nicht ultra Müll. Besser als so mancher Deutschrapper. Keep it going. Mach einfach weiter, aber versuch mal, reale Lines zu bringen. Was macht der da jetzt schon wieder? Das war irgendwie beeindruckend. Ich weiß nicht wieso, aber das war geil. Obwohl, das ist so random, dass es schon wieder ein bisschen abgefuckt ist. Wie kommt man auf diese Idee, sag mal ehrlich? Der Typ kann doch nur ein Psychopath sein, wenn er zu Hause saß und ich dachte, oh, yep, ich mache jetzt so ein Video. So ein krasses Talent wird die Welt verändern. Ja, du hast ein verstecktes Talent und du solltest es lieber versteckt halten. The best part of this scene, I hate your bro. Gönnt euch mal die zwei Jungs. Dem einen geht's noch gut, der andere schon passed out vom Abend. That's a story within itself. The hat over the hood mean, yo, everything. Hot sauce, ketchup, tartar sauce, barbecue sauce, mustard, sweet and sour, the work. And let me get one of them lemonades too. But back- der Breda schwebt gerade auf Wolke 7. Back to the top. Yo, bro, the hat over the hood. The hand still on the piece of chicken, just in case he gets hungry. Und die Hand liegt sogar noch in seinem Essen. Oh mein Gott, der ist wirklich einfach Nocki. Ich frag mich echt, was sie davor erlebt haben, dass der so am Arsch ist. He's keeping it warm. Yo, bro, the man knows what he's doing. He doesn't know what he's doing, but at the same time, he knows. Yo, bro, that. Hand on the chicken is strategic. He's correct. Look. Oh. Ich glaube, er ist wieder da. Ich glaube, er feiert jetzt sein Comeback. Look at the. Whoa! Fucking whoa! Whoa! An incredible. This fucking. You are man. He's back. Der Bre ist wirklich high für 3. Das Ding ist, wenn man so endet, dann weiß man, dass es ein gelungener Abend war. Hat sich safe gelohnt. Oh Mann, TikTok, was geht eigentlich immer auf dieser Plattform ab? Neben normalen Content, den man sich ab und zu mal geben kann. Köstlicher Kill. Gibt es auch eine dunkle Seite und auf der, ja, keine Ahnung, was es da nicht alles gibt. Ja, ihr seht selbst. Keine Ahnung, was da abgeht, Mann. Naja, und neben solchen random Sachen gibt es natürlich auch noch Trends. Und if you know, you know. TikTok-Trends sind einfach dumm. Das meine ich. Was ist das? Wer kam als erstes auf so eine Idee und wieso ist das zu einem Trend geworden? Und natürlich muss Speed sowas auch wieder ausprobieren. Ey, ich kann nicht mehr. Bitte nicht auch noch Speed jetzt. There you go, ready to one. Wieso macht er das auch in seinem Zimmer? So ekelhaft, der ganze Boden hat geklebt danach. Junge, ist das Scheiße. Was soll das sein? Was bringt das? Okay, ist schon ein bisschen witzig, das zu sehen, aber trotzdem, what the f***? Und dann gibt es natürlich auch noch dazu die Leute auf TikTok, die eigentlich nicht auf TikTok sein sollten. Aus guten Gründen. Was soll das? Wäre ich der Patient und würde vor meiner OP das von den Ärzten auf TikTok sehen, ey, ich würde einfach mein Schicksal akzeptieren. Das war's dann.
Keine Chance auf Rettung. Genauso wie es keine Chance auf Rettung gab bei dem Kollegen seinem Auto hier. Obwohl, weiß ich jetzt nicht, ob das so als Auto durchgeht. Wer hat den Müll da zusammengebaut? Holy shit! Das Ding ist zusammengefallen wie Lego. Aber auch selber schuld. Er hat es drauf angelegt. Ich meine, was hat er da gebaut? War klar, dass das niemals halten wird. Made in China. Bro is two steps ahead. Okay, okay, was sehen wir hier? Er spielt ein bisschen Billard online. Okay, cool. Also ich habe schon vieles gesehen mit anderen Dingen und Tricks, aber das ist einfach... Es funktioniert sogar. Er hat einfach einen Real-Life-Cheat gefunden. Ja, sehr, sehr nicer Trick. Und wo wir gerade so über coole Tricks reden, schaut mal den im nächsten Clip an. Falls ihr zufällig auch gerade bei einem Bäcker oder in einem Café arbeitet, dann könnt ihr den safe gebrauchen. Ich verspüre echt Schmerzen gerade. Das war echt gottlos Scheiße, was da gerade passiert ist. Was soll das? Ich habe jetzt echt was Heftiges erwartet. Ach, wahrscheinlich, oder? Wahrscheinlich habe ich jetzt was Cooles erwartet, oh Mann. Naja, klasse. Also, falls ihr in einem Café arbeitet, probiert das doch mal aus. Oder besser nicht, weil ansonsten seid ihr einen Tag später arbeitslos. My family trying to sleep. Me at 3 a.m. Okay, was ist das für ein Mikrofon? Cleaner Headshot, by the way. Aber würde ich das bei meinen Eltern machen? Und niemand hat auch Lust, mit ihm zu zocken, wenn er sich die ganze Zeit so anhört. Ja, mega entspannt. How we pulling up to the OG Fortnite? What the hell? Brother, hold on, man. Hold on, hold on, man. Hold. Please, 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 please. Who is that coming off the goddamn pick and roll, Amber? Der Bruder ist ein bisschen zu hyped auf Fortnite. Er ist völlig gefangen. Aber nee, Spaß beiseite. Der Haarschnitt ist ja richtig OG. Richtig geil, Mann. Richtig OG. Ich weiß, was ich meinen Friseur nächste Woche zeigen werde. Ach ja, und wo wir gerade schon so über Fortnite reden. Für Fortnite! Ich habe da eine Frage. Was ist besser als ein Haarschnitt von Fortnite? Richtig, kleine Kinder in Fortnite zu trollen. Genauso wie der Ehrenlose im nächsten Video. This slow motion map is too funny. Totenkopf-Emoji. Ich glaube, der Arme will, dass du mal kurz stoppst. Ey, das ist so gemein. Mach's nochmal. Der Kleine hat einfach kurz seine Dämonen rausgeschrien. Das war ja unglaublich. Ich wette, seine Mutter ist danach auch noch in das Zimmer gekommen. Was muss die sich gedacht haben, wenn ihr Sohn, ihr kleiner dreijähriger Bub, der eigentlich ein normaler Junge sein sollte, plötzlich so rumschreit? Ja, nice, Mann. Dancer Coffee, voila. Leckerer Emoji. Okay, dem Emoji zufolge erwarte ich hier jetzt einen köstlichen Kaffee. Köstlicher Kill. Wow, Moment mal. Was war das jetzt? Olivenöl, bisschen Sand. Und was soll das sein? Mozzarella-Wasser einfach. Bah! Und dann kommt am Ende so eine Säure dabei raus. Okay, ja, ich weiß nicht so jetzt. Keine Ahnung, Mann, ob das geil ist. Ja, okay, entspann dich. Ich will meinen Kaffee später auch noch trinken. Junge, der haut dort fast ein Loch in die Wand. Noch ein bisschen härter und das Glas zerspringt in tausend Teile. Ja.
Kann ich mein f***ing Getränk haben? Bitte? Ah ja, danke. Ich frag mich echt, wie das schmeckt. Oh my God! Bottle Breaking ASMR. Hä? Huh? Was für ein ASMR? Okay, das sieht geil aus irgendwie. Also ich sage safe, bei der nächsten Kugel wird es kaputt gehen. Bro, okay, what the f***, relax dich. Was waren das für Geräusche? Bisschen zu sus, Bro. Boah, ja, Mann, das ist echt geil zum Anschauen. Ja, Mann, sehr geil. Okay, Bruder, jetzt reicht es wirklich. Chill doch mal, Mann. Was ist los bei dir? Ja, Mann. Sehr nice. Of how fucked up is fucked up. That's fucked up. And that's fucked up. And, fucked. Warum? Wieso macht sie das? Wieso steigt sie nicht einfach über den Schlauch, hä? Women. Das macht wirklich gar keinen Sinn. Was geht denn bitte in ihren Kopf ab? Food time. Was für Foodtime? Für den Typen, der das gemacht hat, heißt das jetzt Endkampf. Weil wenn seine Mutter das sieht, verwandelt sie sich in einen Endboss und macht es sich zur Aufgabe, ihn auseinanderzufetzen. Was hat er mit dem Ofen gemacht? Was hat er überhaupt vor? Das war doch klar, dass der komplette Ofen auseinanderzerbombt dabei. Don't ever let him cook again. Und wieso war die Pizza überhaupt noch in Plastik? Hä? Naja, immerhin ist die nicht runtergefallen. Bro, was war das bitte für ein Prank? Der wird nie wieder irgendjemandem helfen. Er dachte sich, ja, yeah, komm, eine gute Tat heute. Ich rette den mal vom Ersticken und dann... Das nächste Mal, wenn jemand wirklich vor ihm erstickt, guckt er einfach nur zu, weil er denkt, dass er wieder geprankt wird. Gottlos, wirklich. Das ist der Grund, wieso Leute heutzutage Vertrauensprobleme haben. How to treffen Phoebe auf der Gamescom. Schlange anstellen. Vordrängeln. Junge, wieso fotografierst du sie so wie ein Creep? Wie so ein Stalker? Und wer drängelt sich eigentlich vor auf der Gamescom, um seinen Lieblingsstreamer zu sehen? Das machen nur die, die auch Moderator auf ihren Discord sind. 100% ist er Discord-Moderator von ihr. Ich würde meine Hand dafür ins Feuer legen. Foto machen. Süß, die beiden. Wirklich knuffig. Süß, wirklich. Und so wie der abgeht, ist er 100% verliebt in Phoebe. Er hat safe Crush auf sie. Er stand doch genau so neben ihr. Ich will echt nicht wissen, was er noch so gemacht hat mit dem Autogramm. Ihr kennt doch alle diesen TikTok-AI-Filter, wo ihr so ein Bild habt und die das dann halt in irgendeine coole AI-Version ändert. Sieht ungefähr so hier aus. Und ja, schaut mal, was bei dem Kollegen so rauskam.
Oh mein Gott, diese TikTok-AI ist gottlos unterwegs. Holy sh**, ist das ehrenlos. Der Arme wollte doch nur ein cooles Video von sich machen und wurde so behandelt. Was ein Disrespect. Neulich auf so einem Autotuning-Treffen bin ich auf das hier gestoßen. Holy sh**, got a fountain. I just walked up to it. It got f**king fish in it. Imagine when this was barreling down the 805. This shit is just gonna be flying. Was? Wie kann man einen Teich mit fließendem Wasser in seinem Auto haben? Und sogar Fische. Lebende Fische schwimmen da drin. Andere Leute haben so dickes Soundsystem im Kofferraum und er hat einfach Ökosystem da drin. Und sag mal, was passiert eigentlich, wenn du mit 100 km/h über so ein Teil hier fährst? Oh mein Gott, that's Taylor Swift. Oh mein Gott. Excuse me, I'm sorry, are you Taylor Swift? Oh my God. Can I take a picture? I'm so sorry for bothering you. Can I please take a picture? Thank you. Moment mal, das ist nicht Taylor Swift. Das ist Taylor Swift. Und wer ist das? Du hast komplett verkackt, die Arme sieht ihr gar nicht ähnlich. Lass sie doch normal ihren Tag genießen. Was für Taylor Swift? Wieso musst du sie so abf***en? Die hat doch selber gar keinen Bock drauf. Los, Kevin. Komm, Kevin. Ja. Tor. Mach einen Jubel. Mach einen Jubel. Hier, in die Kamera. Hier. Jubel? Ja. Ich habe am Anfang gedacht, er macht jetzt den Ribéry-Jubel. Kannst du noch einmal mit der Schale in die Kamera jubeln? Jubel! Lil Bro hat sich safe wehgetan. Er ist perfekt und straight auf dem Rücken gelandet und man sieht am Ende, wie er versucht, den Schmerz mit Lachen zu überspielen. Innerlich er ist am Heulen, weil er denkt, er hat sich gerade den Rücken gebrochen. Erinnerung 9/21/2022. Okay, lass mal sehen, was du so für schöne Erinnerungen an diesen Tag hast. Das Besondere an dir ist, dass egal wie... Wow, 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 wait, 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 hold up. Was ist das denn? Alles gut mit dir? Sag mal ehrlich. Alles gut? Wieso? Also, ich check ja so, dass man seine Haustiere, so seine Katze oder Hund gern hat, aber dein Pferd? Du hast das bisschen zu lieb. Das ist ein bisschen too much. Das geht einen Schritt zu weit. Das ist echt sus. Was soll das? Pferdemädchen at its best. Ich kann das alles nicht mehr. Ich weiß nicht, aber Pferdemädchen sind irgendwie immer weird. Und wenn das nicht Beweis genug ist, dann weiß ich auch nicht. Did you shave your head and eyebrows off for a chance to win 2K? No. No. Alright, boss. Did you shave your eyebrows and head bald for a chance to win $2,000? $1, 2K? Oha, er kann einfach 2 Racks gewinnen und muss sich nur die Haare dafür schneiden. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das machen würdet. $1, 2K? I don't know. Yeah, it's a 50-50 shot. You have the cash? Komm schon, versuch dein Glück, als ob du am Ende auf $1 landest. Das wird doch safe nicht passieren. The money's on him, bro, so what do you think? For $1. 50-50 shot. Let's do it. Yeah? Yeah, let's do it. Hell yeah. Let's go. Alright, let's get it, brother. Oh shit. Oh nah, this razor's going crazy. Okay, du siehst echt aus wie ein Haufen Müll. Wie ein geisteskranker Psychopath. Sogar mit diesen Augenbrauen noch weg. Du wurdest echt auseinandergenommen. Mind the brows. The brows? Mind the brows. Alright, brother, take a spin. Here we go again. Oh, oh fuck. Bro, you really f***ed your hair up, bro, for $1? Uff. Ach du Scheiße. Das alles umsonst. Also nicht umsonst, er hat ja $1 bekommen, aber... Scheiße, das ist safe einer der schlimmsten Tage in seinem Leben für ihn. Er hat sich innerlich schon ausgemalt, was er sich kauft mit den $2,000. Und jetzt bekommt er $1. Was soll man sich damit kaufen? In den USA bekommst du ein Kaugummi dafür. Nicht mal so eine Packung, sondern nur ein Stück. In seinem Kopf ist er schon so hoch geflogen und dann so tief gefallen. Damn. Alright, bro. You got $1? Alright. Sorry, I didn't have any gold. Nein, man. Sogar noch in Münzen. Ach du Scheiße, wurde er gef***. F für den armen Bruder. Hashtag ASMR. Hashtag eating. Hashtag yummy food. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der so schnell seinen Dürüm vernascht hat.
Was überhaupt für ASMR? Wer liegt abends im Bett, schaltet sich das ein und schläft dabei entspannt ein? Kaut die überhaupt? Was passt da alles rein? Sie hat persönliches Problem mit dem Dürrem, das merkt man. Die will den einfach nur zerfetzen und vernichten. Eine Minute 15 für dieses Monsterteil? Wow! Bist du Single? Bekomme ich deine Nummer? Bitte, lass zusammen ein ASMR-Video machen. Europa-Park hat sich verändert. Wir fahren zu zweit. Moment mal, das sieht nicht aus wie der Europa-Park. Was ist denn die Ernst, Digga? Und direkt einkassiert. Genau sowas passiert, wenn man länger als 10 Sekunden Spaß hat in Deutschland. Man wird direkt auseinandergenommen. Der Mann hatte dort oben auch die Unterhaltung seines Lebens schön an einem Sonntag, der Jugend dabei zugucken, wie sie nur macht. Die Jungs haben eigentlich echt was Geiles und Lustiges dort vollbracht, aber der Plot-Twist am Ende mit der Polizei killt wirklich alles. Der packt ihn am Ende, als wäre das einfach ein Hund. Der Arme wusste auch in diesem Moment, dass es vorbei ist für ihn. Im Gegensatz zu dem Typ im nächsten Video. I can't believe it's that bad, but... Bro, wie kann man sich eigentlich in so einer Lage befinden? Das ist so stumpf, aber auch witzig. Er kommt einfach nicht an sein Brötchen ran, ey, der Arme. Wie ist sowas möglich? Es wird dringend Zeit fürs Fitnessstudio, Bro. Ja, super, alles gefickt. Wie dumm ist der bitte? Wie konnte sowas passieren? Oh my God, bro. Oh, hell no, man. Er ist einfach so hilflos zusammengefallen. Das Windows-Geräusch passte einfach perfekt drauf. 1:1. Das sieht schon ziemlich nice auch und ist auch ein cooler Trick. Mal schauen, wie sie das jetzt so nachmacht. Ist ja nicht sonderlich schwer eigentlich, das sollte man ja hinkriegen. Obwohl, der Typ aus dem letzten Video hat es nicht mal geschafft, sein Brötchen aufzuheben, was 20 cm vor ihm lag. Das hier sieht schon goofy aus. Aber was zum Teufel ist denn mit deinem Gesicht passiert? Was ist das denn? Erinnert mich irgendwie an diesen Typen aus dem einen Film. 1:1. Wir haben das neue Traumpaar gefunden. Die beiden Süßen passen wirklich gut zusammen. Next Level Hating. Okay, das ist echt Duisburg-Shit. Bro, der pennt dort einfach nur im Unterricht und die sägen einfach den Tisch ab mit einer Kreissäge. What the f***? Wie kann er das nicht merken? Ich meine, die sägen dort gerade deinen Tisch auseinander. Mit etwas, das solche Töne macht. Wie kann er einfach so seelenruhig weiterschlafen? Classic Duisburg-Unterricht. For real, for real. Wenn du auf Weiberjagd bist, aber trotzdem ins Paradies möchtest. Was ein Ehrenmann. Wir sollten uns alle ein Beispiel an ihn nehmen. Genauso wie wir uns ein Beispiel nehmen sollten an den nächsten Leuten im Video. Die sind sowas wie Bowling-Profis. How to bowl a strike. Was ist das für eine Maschine? So funktioniert das Bowling, was ich kenne, aber nicht. Oh.
Strike, herzlichen Glückwunsch, gewonnen. 10 von 10 Punkten. Bruder, was habt ihr mit der Bowlinghalle angestellt? Korrekt, Mann. Muss dann der neue Hausmeister wieder reparieren für ein paar Euros. Klingelstreich auf andere Level. Mach andere. Ja? Hallo. Ja, was ist denn? Wer sind Sie? Wer ist da? Das ist ehrenlos. Auch noch bei Älteren mitten in der Nacht. Wer bitte? Wer ist da? Wer sind Sie? Wieso klingeln Sie hier? Ich hole jetzt gleich Polizei. Wow, that escalated quickly. Die Armen, Mann. Gottloser Prank, wirklich. Sowas geht echt nicht, Mann. Das ist zu ehrenlos. Lass die Armen doch, Leute, doch schlafen. Du willst sowas doch später auch, wenn du 80 bist, dass niemand irgendwie mit 15 vor deiner Haustür klingelt in der Nacht. Und jetzt nochmal was richtig Geiles zum Anschauen. Gönnt euch. Hamburger. Hamburger. Das ist der Content, den ich sehen will. Vor allem gefallen hat mir diese Stelle hier. Hamburger. Ich habe ja schon viele krasse Dinge gesehen, aber der Typ hier setzt nochmal einen drauf. Junge, wo spielt der Fortnite? Oh mein Gott, er spielt einfach Fortnite, die neue OG-Season, während sein Kind geboren wird. Richtige Entscheidung, Bro. Man muss auch Prioritäten setzen. Kinder kann man immer bekommen. Aber OG-Fortnite-Season gibt es nicht für immer. Gute Entscheidung. Perfekt. Alles gefickt. Schöne Story vom Essen hast du gemacht. Ja, gut. Lass gut sein. Komm, das war's nun wirklich mit dem Hotdog. Vergiss es, hol dir einfach einen neuen. Aber Real Talk, das ist doch die gerechte Strafe für die Instagram-Story, die du ja unbedingt von deinem Essen machen musstest. Iss doch einfach. Leg dein Handy weg und iss einfach, wie ein normaler Mensch. Wer von euch fühlt, wenn man früher immer nur Scheiße gebaut hat in der Schule, vor allem in den Schultoiletten, da ging's immer richtig ab. Der Bre hier ist das perfekte Beispiel, für was ich meine. Einfach ein klassischer Troll aus der Schule. Holy shit, der hat instant Karma bekommen. Der Lehrer oder Direktor ist einfach vor ihm gespawnt. Mama! Der Arme hatte ja nicht mal eine Chance, eine Ausrede zu suchen oder so. Das war's für ihn. Das gibt dicken Anschiss und am Ende vielleicht noch ein Anruf bei den Eltern. Oh mein Gott, davor habe ich mich immer am meisten gefürchtet. Bro asked for an Edgar. Oh nein, bitte nicht schon wieder einer von denen, die einen Edgar-Schnitt auf Ernst haben wollen. Kommt schon, was los mit euch? Alarm, Alarm, ein neuer Edgar-Loser. Ach du Scheiße, du wurdest geschlachtet. Was macht dein Friseur eigentlich beruflich? Zeig den Typen, der das mit dir gemacht hat, an wegen Körperverletzung. Yo, einmal Seiten auf, kack einfach mal so richtig rein. Job erledigt, aber selber schuld, Junge. Wieso willst du auch einen Edgar-Cut? Wieso kommst du auch auf die Idee, einen Edgar-Cut zu machen? Das ist die gerechte Strafe, du hast nichts anderes verdient. So ist das Leben halt, lern aus deinen Fehlern, es muss weitergehen. Hattet ihr das schon mal, dass ihr all euren Mut zusammengenommen habt und endlich euren Crush auf Instagram eine DM geschrieben habt und sie dann einfach nicht antwortet? F an alle von uns. Und dann probiert ihr einfach nochmal so paar Tage, paar Wochen später. Vielleicht hat sie's ja beim ersten Mal überlesen. Nein, sie hat nicht geantwortet, weil sie höchstwahrscheinlich keinen Bock auf euch hat. Naja, und manche bleiben dann hartnäckig und manche lassen es dann einfach sein. Komm, es war sowieso nicht die richtige. Aber der Homie hier, der ist am Grinden. Der ist am Gucken in der Kitchen. Der hat seinen Plan vor Augen und lässt nicht locker. Moment mal, ganz kurz, ich glaube, bei mir wird eingebrochen. Nee, alles gut, doch nicht. Er zieht wirklich durch. Guck mal, hier hat er sogar zweimal auf eine Story gleich geantwortet. Er ist am Hustlen. Ach, wer sagt es ihm? Oh Mann.
Er schreibt einfach seit 3 Jahren. Der Bruder versucht es seit 3 Jahren. Seit 2020, da war die Welt noch in Ordnung. Da habe ich noch zu Hause bei meinen Eltern gelebt und war noch in der Schule. Also eins muss man ihm lassen, er gibt nie auf. Ich weiß nicht, ob das hierbei eine gute Eigenschaft ist oder nicht. Aber komm schon, was macht die auch so auf wichtig? Antwortet dem armen Typen doch mal. Nach 3 Jahren. Komm schon, gib dir einen Ruck. Sowas hat noch nie jemand für dich gemacht. Niemand ist so loyal wie dieser Typ. Wie kannst du nur so ruhig bei seinem Downfall zuschauen? Der Arme. Ein einfaches Hi reicht doch. Das hat er sich jetzt auch wirklich verdient. Der Arme reagiert noch in 20 Jahren auf die Stories. Wow, look, this rock has eyes. And I have eyes. We all have eyes. Wow. Ah. Holy moly, sind die beiden stoned. Versteht ihr? Weil er high für 3 ist und der Stein halt ein Stone ist. Das war ein Wortspiel. Versteht ihr's? Checkt ihr's? Versteht ihr's? Lil Bro ist wirklich im Universum angekommen. Der hat die Erde verlassen. Ja gut, ich meine, der unterhält sich auch mit einem Stein und erschreckt sich vor ihm. Also ist ja klar, dass es ihm nicht mehr so gut geht. Ah. Egal was er genommen hat, ich brauch das 2-mal, damit ich den Daily Pain aushalte. Wir haben ja schon über Fortnite geredet am Anfang, wo der King einfach während der Geburt seines Kindes bisschen Fortnite spielt. Bisschen Fortnite dies, das. Und dann heute Abend Pfeife oder was? Bro, mal gucken, ne? Mal gucken, ne? Bisschen Fortnite dies, das. By the way, wer von euch hat die OG-Season gespielt? Ich gehe mal davon aus, jeder. Ich habe auch schon gegrindet mit den Jungs. Für Fortnite. Für Fortnite. Und heute habe ich diesen geisteskranken Clip auf Twitter gefunden. Guckt mal, was den Jungs passiert ist. Oh, fuck. Yeah, I'm dead. What the fuck is he doing? Oh shit. I think the cart pushed him off, bro. Das ist jetzt schon Legendenclip. Der wird in die Geschichtsbücher von Fortnite eingehen. Für Fortnite. Für Fortnite. Der Bre, der noch am Leben ist, schiebt auch den größten Lachflash. Der hat nicht einmal was gesagt, sondern nur gelacht. Ich glaube auch, es ist wahrscheinlicher, vom Blitz getroffen zu werden, als dass dir und den Jungs sowas passieren sollte. Der Clip fühlt sich wirklich straight up wie 2018 an. Oh Mann, war das geil damals, dieses Game zu grinden. Als man noch keine Probleme im Leben hatte. By the way, habt ihr gesehen, wie Monte einfach geweint hat? Wegen OG Fortnite? So schön. Er heult einfach wegen Shifty-Chefs. Und der Map, das ist crazy. Das ist wirklich crazy, dass er so viel dabei empfindet. Obwohl, ja, ich check. Er hat wegen dem Spiel einfach Leben durchgespielt, ne? Das Game hat ihn zum Multimillionär gemacht. Der hat mit dem Creator-Code mehr im Monat verdient, als wir alle im ganzen Leben. Und das sollte euch zeigen, dass die Welt eine Matrix ist. Brecht aus, solange ihr noch könnt. Und ihr müsst genauso versuchen auszubrechen, wie der Mann im nächsten Video. Guck mal, die beefen sich einfach durch die U-Bahn-Türen. Ey, als hätten die nichts Besseres zu tun. Aber auch ekelhaft ehrenlos, dass er einfach durch den Schlitz spuckt. Das macht den da drin doch noch wütender. Und by the way, sowas macht man doch nicht. Das ist doch ekelhaft. Wie respektlos willst du sein? Oh, der Clip endet hier aber. Das letzte Spucken war der größte Fehler in seinem Leben. Wir wissen ganz genau, wie das hier ausgegangen ist. Natürlich alles friedlich. Die haben sich vertragen und danach sind die ein bisschen ins Café gegangen und einen Orangensaft trinken. Einfach Orangensaft. Turn up. Einfach Orangensaft. Nee, jetzt mal Real Talk. Das hier ist mit ihm danach passiert. I'm getting fired. Hä, wieso? Wieso sollte man dich feuern? Oh, deswegen. Scheiß drauf, ob du jetzt arbeitslos bist oder so. Dein Wurf war wirklich erste Sahne. 10 von 10 Aim.
Ey und Bro, falls du einen neuen Job brauchst, werd einfach Bauarbeiter. Geh schön ein paar Monate auf den Bau. Da ist eh jeder am Fuschen und keiner macht seine Arbeit richtig. Also erstens ist da einfach der verfickte Zement in dein Getränk reingefallen. Lass es dir schmecken. Und zweitens, wenn du so nachmisst, ob ein Stein gerade ist, wie sieht dann das Haus am Ende aus? Was ist das? Was soll das für eine Wand sein? Das Haus ist eine Bruchbude. Ach, was laber ich? Das ist überhaupt gar kein Haus. Das ist gar nichts. Das ist ein Haufen Müll, ein Haufen Scheiße, ein Haufen Dreck. Ich glaube, da sind die Toiletten am Frankfurter Bahnhof ein entspannterer Ort zum Schlafen. Ein Wind und das komplette Ding ist kaputt. In Berlin würden trotzdem die Besitzer 2000 Euro Miete dafür verlangen. Naja, die Erschaffer hiervon haben schon mal komplett reingekackt. Lass uns doch mal ein paar neue Innovationen anschauen. Von Leuten, die versuchen, etwas Neues zu kreieren. Von Leuten, die versuchen, echte Probleme zu lösen. Are these good ideas or just overdesigned? Okay, let's go, wir bewerten. Anti-Theft Lunchbags bringt nix. Ich habe noch nie jemanden in Deutschland mit so einer Lunchbag gesehen. Hier gibt's nur die feinste Tupperware als Brotbüchse. Ja, vom Design sieht's ganz cool aus. Aber wie soll das noch ästhetisch rüberkommen, wenn ich das komplette Ding zerbombe in einer 30-Minuten-Session, nachdem ich was Falsches gegessen habe? Dann sieht's nicht mehr so cool aus, vertrau mir. Okay, ja, kann man machen. Junge, willst du, dass ich mir die Beine breche? Was soll das werden, wenn ich von einer Party oder so nach Hause komme? Oder in der Nacht aufwache und mir was zu trinken holen soll? Oha, der absolute Endgegner für eine allgemeine Personenkontrolle. Ja, so, der Herr, dann zeigen Sie mal Ihre Taschen her. Oh mein Gott, was ist das denn? Also, wenn ich Lust habe, keine Kinder mehr in meinem Leben zu bekommen, dann würde ich mich auf diese Rutsche trauen. Dann würde ich einmal runterrutschen, safe. Dieses Teil hier ist der Albtraum für jeden Jungen. Ja, also wir können festhalten, ein paar Sachen waren eigentlich gut gedacht, aber overall war eigentlich alles Müll. Alles war irgendwie ohne Sinn und war einfach viel zu viel. Macaroni Salad. No, I'll get it myself. No, you can't. Whoa, what the f***? Was ist das für ein gottloser Typ? Den juckt ja gar nichts. Und wieso sagt sie, no, you can't? No, you can't. Du siehst doch, wie er kann. Er ist am Genießen, das muss man ihm lassen. Was denkt sich die Mitarbeiterin, die vielleicht ihren ersten Tag hat? Wie soll die mit sowas umgehen? Komplett überfordert. Macaroni Salad. Er ist einfach nochmal zurückgegangen und hat vor dem Küchenchef gegessen. Nee. Auch wenn sowieso niemand Macaroni-Salat isst, sowas gehört sich echt nicht. Ehrenlose Aktion. Ich distanziere mich davon. Ich wollte gestern nach einem anstrengenden Tag in meinem Bett schön am Abend abschalten. Und eigentlich ziehe ich mir immer ASMR Janina rein. Aber sie hatte leider kein neues Video hochgeladen, also habe ich mir anderen ASMR-Content reingezogen. Aber seht selbst. Junge, was hast du mit meinen Ohren gemacht? Was für ein Müllvideo. Was war das überhaupt für eine Challenge? Ach, ich sehe es. Danach kommt ein Bubble Tea und danach kommt was? Bro, das ist ein bisschen sus. Und dann isst du einen Meteor. Und danach am Schluss wolltest du eine Frau essen? Bro, what the f***? Geht's dir gut?
Naja, zum Glück hat das Video hier nach aufgehört. Gott bewahre. Ach ja, by the way, sehr entspannendes ASMR. Mein ganzer Körper kann sich wirklich gut relaxen bei deinen Sounds. Damn, ist der kleine Racker swagged out unterwegs. Der kann einfach besser Skateboard fahren als ich, obwohl er nur so ein kleines Erbsengehirn hat. Eine Frage habe ich noch. Was habt ihr, meine Zuschauer, und er gemeinsam? Richtig, ihr seid beides Hunde. Ja, das war mein Statement. Fragt mir jetzt einmal was, dass ihr im Bett zu mir sagen würdest, so Dirty Talk mäßig. Oh, lasst euch was Tolles einfallen. Jetzt geht's los. Liebe Freunde, wer will denn anfangen? Wer hat hier richtig Bock anzufangen? Wer will der Erste sein? Also ich würde gerne anfangen. Ich würde tatsächlich sowas hier droppen. Hey Leute, kennt ihr eine Strafe? Genau so und nicht anders. Komm, mega sexy. Gerne mit Handzeichen melden, bitte. Toll. Ja. Dann fangen wir bei der Schule früher, ne? Fangen wir bei der 3 an. Dich, du dumme Komm her, ich gib's dir, Junge. Baby, ja, Mann. Oh Gott. Junge, was ein Typ. Ich schwöre, sowas sagt niemand. Da bin ich lieber den ganzen Abend still, als sowas zu droppen. For real, for real. Lucio 101 Outro. Oh, ich sehe, Lil Bro wird jetzt rappen. Okay, schnallt euch alle an. Ich glaube, jetzt kommt ein Banger. Bruder, ich verstehe kein Wort. Ja, ich sehe, wie du den Text abliest. Super, sehr gut hast du dich vorbereitet. Er liest Text ab, aber kann trotzdem nichts. Das ist eine CD, hier. Ja. Was hab ich mir hier gerade reingezogen? Die letzten 10 Sekunden gingen einfach. Cool, Mann, aber lass das lieber sein mit den Rappen. Vertrau mir einfach, hör auf. 2000 Euro Watch Cleaner. Hä? Huh? Was für ein Teil? Ach du heilige Scheiße, ist das cringe? Was ein unangenehmer Typ, oh mein Gott! Seinen Kollegen schüttet er einfach nichts über die Uhr, weil er keine Rolex anhat. Oh Gott, ey, wo leben wir? Was macht er da für eine Show? Der komplette Club hat eine tote Atmosphäre. Keiner ist richtig am Party machen außer er. Die hängen dort gerade irgendwo in Duisburg in einer Kneipe und der macht mir hier auf Dubai Mubai und verschüttet 2000 Euro Champagner. Was ein peinlicher Typ, was ein peinliches TikTok, was für eine peinliche Veranstaltung. Loser, wirklich ein absoluter Loser. Never get a haircut in Saudi Arabia. Cut only a little bit, okay? I want fade. And then just cut off the sides a little bit. Okay, okay. An den Seiten fade und sonst überall ein bisschen kürzer. Kann ja nicht so schwer sein, oder? Officially done, y'all. Wait, what are you doing? I said only cut the sides a little bit. What? Wow. Uff. Es ist jetzt schon vorbei. Ende, das war's. Ab jetzt muss alles ab. I want shape like this. Oh mein Gott, der wurde gerade gefickt. Schockstarre, die haben den zerstört. Seine schöne Haarpracht, die er so lange wachsen lassen hat, komplett im Arsch jetzt. Der Arme ist kurz vorm Heulen, ich sehe das. Das tut mir echt leid für ihn. Und wenn ihr nicht wollt, dass euer Friseur euch das nächste Mal einfach diesen Schnitt verpasst,
dann gebt dem Video einen Daumen nach oben. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Tschö, tschö.